Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig Tutorial. In dieser Folge geht es um den Peak Limiter. Ein Device, das man auch zu den Kompressoren zählt. Warum und wieso, das erkläre ich euch jetzt, aber legen wir doch einfach mal los. So, der Peak Limiter ist ein Limiter und eigentlich eine Spezialform eines Kompressors. Nämlich, der Peak Limiter limitiert die Lautstärke eines Signals radikal. Das heißt, wenn ich sage, ein Signal soll nur so laut sein, dann sorgt der Peak Limiter dafür, dass das auch komplett eingehalten wird. Das heißt, der Peak Limiter ist sowas wie ein Kompressor mit einem 1 zu unendlich Ratio. So, gehen wir aber einfach erstmal so über das Device hinweg. Hier ist der Ein-Ausschalter, da gibt es theoretisch die Presets, da gibt es hier im Moment keine. Das ist der Titel Peak Limiter, den ich natürlich auch ändern kann. Hier gibt es die Fernsteuerung, da versteckt sich noch was Schönes, da kommen wir später noch dazu. Und hier ist der Schalter für die Modulatoren, wo ich Modulatoren hinzufügen kann. Und dann sind wir schon beim eigentlichen Device. Und da gehe ich unten bei den Drehreglern los. Da hier wird das Input-Signal, also das eingehende Audiosignal, entweder verstärkt oder abgeschwächt, leiser oder lauter gemacht. Dann gibt es hier den Release-Schalter, wie bei einem Kompressor. Das heißt, wenn das Signal leiser gemacht wurde, wie lange es dauert, dass es auch wieder auf Normalpegel angehoben wird. Und dann gibt es die Ceiling. Das ist bei dem Peaking mit der Schalter für den Threshold, für den Grenzwert, wo ich sage, so laut darf mein Signal maximal werden. Und man sieht schon hier links oben diese Skalenmarkierung, wie die hoch und runter geht. Das kann ich mit dem Ceiling-Knopf einstellen. Ich kann aber auch die Werte hier direkt rumschieben. Dann habe ich hier noch ein Display, da wird das einkommende Signal angezeigt. Das zeige ich jetzt gerade mal schnell. Machen wir hier die Ceiling hoch. Das heißt, hier wird mein Signal angezeigt, hier sehe ich die Wellenform und hier auf der rechten Seite sehe ich dann, wie stark das Signal komprimiert wird. Hier oben einmal in absoluten Zahlen und hier nochmals an der Skala. So, das heißt, ich habe hier einen Kompressor mit unendlicher Ratio. Das heißt, wenn ich sage, diese Grenze soll nicht überschritten werden, diese Lautstärke soll nicht überschritten werden, dann sorgt dieser Limiter dafür, dass das auch tatsächlich nicht passiert, dass hier kein Peak drüber geht. Und deshalb habe ich den Peak Limiter auch oft auf der Masterspur, gerade wenn ich Livestreamings mache, um einfach sicher zu gehen, dass da nichts an Pegel einfach komplett drüber geht, was dann vielleicht einfach sich ganz schräg anhört oder im blödesten Falle dann einfach den Zuhörern in den Ohren wehtut, weil es halt einfach in dem Moment zu laut ist. So, und wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, ich will ein Ceiling von dem Song hier. Hier, der Song soll nicht lauter als das hier sein. Dann sorgt der Peak Limiter dafür, dass das nicht passiert. Und mit der Release sage ich einfach, wie lang er das unten halten soll, wenn er es einmal runter geregelt hat. Und das kann ich bis zu 10 Sekunden machen. Und da sehe ich, wie lange es dauert, dass der langsam wieder hochgeht. Und jedes Mal, wenn der Peak, der Level, also die Lautstärke über dieser Ceiling, über diesem Grenzwert ist, wird das wieder runter geregelt. Wenn ich die Ceiling natürlich weiter hochsetze, wird mein Gesamtsignal lauter. Und es wird nicht mehr so viel runter geregelt, wenn ich den Release runter mache. Dann reagiert der Kompressor wesentlich schneller. Das kann aber dann auch so ein bisschen zu einem unschönen Sound führen, weil er dann komplett völlig hektisch reagiert und man hört es so ein bisschen, dass er mal wieder hoch und runter regelt. Wenn ich den Release etwas entspannter einsetze, dann ist halt mein Signal generell leise. Wenn ich jetzt ein Signal mit höherer Dynamik oder Abwechslung von Lautstärken, dann kann sich natürlich ein langes Release sehr negativ auswirken, wenn ich das ständig auf dem Signal habe.
dass mein Stück relativ normal laut ist und plötzlich wird das leiser, weil der Limiter das absägt, weil da irgendwo ein hoher Peak drin ist. Deshalb mache ich das bei meinen Livestreamings immer so auf minus 1 dB, sodass ich minus 1 unter 0 bin, mache das relativ hektisch oder ziemlich hektisch rein und gucke, dass ich generell unterhalb dieses Peak-Limits ist. Das ist quasi nur meine Versicherung, falls dann doch mal einen Peak rausschießen würde, dass das halt eingefangen ist und dann klingt es halt vielleicht für den Moment unschön, ist aber insgesamt wesentlich sicherer. So, und jetzt habe ich noch gesagt, hier ist noch eine kleine Überraschung drin und zwar Gain ist hier der Input-Kanal. Ceiling ist hier die Ceiling, also Threshold, der Grenzwert, den ich einstelle. Dann habe ich hier den Release-Knopf. Und dann gibt es hier ein Release-Bias. Und ich habe noch nicht so ganz rausgefunden, für was der ist, weil mir fehlt hier jede jede Zuordnung zu irgendeinem Gerät. Das ist hier auch kein Modulator. Und in der Beschreibung selber finde ich keinerlei Beschreibung über den Bias. Ich könnte mir jetzt höchstens vorstellen, entweder ist das ein Feature Preview, sodass man zum Beispiel sagen könnte, okay, ich beachte mehr die positiven oder die negative Seite der Welle oder der Achse, die positiven Werte oder negativen Werte. Oder keine Ahnung, was dieses Bias genau sein soll. Wer es weiß, kann es ja in die Kommentare reinschreiben. Oder wer Spekulation hat, was das sein könnte, schreibt es bitte in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, was ihr denkt, was das ist. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen, abonniert den Kanal, teilt das Video und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Tutorial und Video oder Livestreaming wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.